Danke vielmals, Corinne, für die Einführung. Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen zu dem heutigen Webinar. Corinne hat schon zwei, drei Sachen gesagt. Ich tue mich auch noch ganz kurz vorstellen bei Ihnen. Mein Name ist Angelo Italo. Ich bin seit 2008, also bald 15 Jahre, bei der Firma IMI tätig. Ich darf das Gebiet Grossraum Zürich betreuen, linker, rechter Zürichsee, Winterthur, Schaffhausen. Ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder. Und meine Hobbys, die ich gerne treibe, ist Joggen. Und seit bald 30 Jahren bin ich ein Teil vom Stützpunkt 5W Morgen. Das ganz kurz zu meiner Person. Gut, was sind die Ziele, die ich am Webinar heute gestellt habe, beziehungsweise wo wir würden gerne miteinander durchgehen? Warum ist eine Druckhaltung so wichtig? Was ist eine Definition von einer Druckhaltung? Da werden wir eine Berechnung miteinander durchgehen, gemäß die neue SWKI-Richtlinie. Was sind Grenzen von einer Druckhaltung und was sind Folgen von Unterdimensionierung oder Überdimensionierung? Zuerst möchte ich aber noch kurz über unsere Firmengeschichte darauf eingehen. Die Firma IMI ist ja durch Karl Stücklin 1909 gegründet worden. Das ist eine Sanitär- und Heizungsfirma in Basel. Der Herr Karl Stücklin ist ja der Erfinder von einer geschlossenen Druckhaltung. Wie hat er das gefunden? Er hat einen ganz einfachen Schlauch von einem Autoreifen genommen und aus dem Schlauch ist dann eine Druckhaltung daraus geworden. 2007 sind wir zu der Firma IMI zugestoßen worden. Und seit da dürfen wir drei Brände in der Schweiz, also treten wir mit drei Bränden in der Schweiz am Markt mit dem Pneumatex. Da ist alles, was mit der Druckhaltung, Entgasung, Flammabscheidung, wie wir uns da am Markt vertreiben. Dann alles, was mit der TA, manuelle Strangregulierventil, druckunabhängig und jetzt neu auch das intelligente TA Smartventil und Heimeier. Da tun wir alles, was mit dem Heizkörperventil ist, Fußbodenheizung und Raumregulierung, tun wir mit der Firma IMI am Markt auftreten. Entschuldigung. Gut, warum ist eine Druckhaltung so wichtig? Ich habe die Frage versucht, mir selber mal zu beantworten. Und ich habe mich ein bisschen auseinandergesetzt und ich habe einen Vergleich versucht zu machen mit der Lunge, wo jeder Mensch auch eine Lunge hat. Und ein Mensch ohne Lunge kann ja nicht überleben. Ist ja einer der wichtigsten Organe. Und genau das Gleiche passiert in einer Heizung oder einer Kälte oder einem WRG oder einer Herzsondenanlage. Eine Anlage, die keine Druckhaltung hat, kann sie ja nicht überleben. Ist einer der wichtigsten Komponenten, die muss in einer Heizung hinein verbaut werden. Wir werden jetzt auch sehen, wieso und warum im Laufe des Webinars. Zuerst noch ganz kurz auf den Arten, die wir kennen von Druckhaltung. Wir kennen ja die statische Gefäß. Dann haben wir eine Druckhaltung, die durch einen Kompressor übernommen wird. Oder wir haben eine Druckhaltung, die durch eine pumpengesteuerte Anlage. Die beiden Geräte, also mit dem Kompressor oder mit der druckgesteuerten Anlagen kommen erst ab einer statischen Höhe von 18 Meter oder wenn man grosse Lastveränderung im System haben, im Einsatz. Wir werden heute über statische Gefäße anschauen miteinander. Ja, was ist ein Statico? Statico ist ein Druckausdehnungsgefäß mit einer festen Gasfüllung, wo für Heizung, Solar- und Kühlwassersystem eignet, ist ganz einfach aufgebaut, braucht keine Hilfsenergie, um das Gefäß zu betreiben und wird vor allem in der kleinen, also im unteren Leistungsbereich eingesetzt. Wie funktioniert so ein Statico? Beim Aufheizen strömt das Ausdehnungswasser in das Gefäß hinein, die Gasfüllung wird komprimiert und der Druck im Gefäß steigt. Beim Abkühlen passiert genau das Umgekehrte als beim Aufheizen und durch das, dass wir die Gasfüllung im Gefäß hinein haben, verhindert, dass wir das ganze Volumen vom Gefäß nutzen können. Ja, was sind die drei Grundprinzipien für eine Konzeption von Druckhaltungsgefäß?
Mir bei der IMI, wie ich vorher schon am Anfang bei der Geschichte erwähnt habe, der Karl Stücklin hat ja, ist ja der Erfinder von geschlossenen Trughaltung. Und seitdem verwenden wir in unseren Gefäßen im ersten Punkt keine Membranen, sondern sind immer mit Blasen ausgestattet. Wasser befindet sich immer im Inneren von der Blase und somit hat Wasser nie Kontakt mit dem Stahlwand von unserem Gefäß und die Blasen sind immer aus Butyl. Butyl ist einer von der gasdichtigsten Kautschuk, wo am Markt erhältlich ist. Ich habe da noch ein Bild eingefügt, wo man die verschiedenen Materialien, die verwendet werden bei diesen Expansionsgefäßen. Und da sehen wir ja zum Beispiel bei den Membranengefäßen, da wird meistens die Latex-Material verwendet. Und wenn man die Zusammensetzung von der molekularen Zusammensetzung sieht, dann sieht man ja, die Luft hat ja bei einem Latex nicht wirklich so einen grossen Widerstand zum Durchgehen. Ja. Bei EPDM sieht es schon ein bisschen besser aus, die molekularen sind schon ein bisschen enger. Das heißt, die Luft hat ein bisschen mehr Widerstand zum Durchgehen und bei Butylkautschuhblasen sind die molekulare Zusammensetzung von der Butylblase so eng zusammen, dass die Luft viel größeren Widerstand, das sehen wir auch hier bei der Zusammensetzung, viel größeren Widerstand hat zum Durchgehen. Das heißt, also, wenn ich sage Durchgehen, heißt eben von der Gasseite zum Wasserseite. Und jetzt werden wir auch den Unterschied sehen von Membranengefäß oder auch mit der Blase. Jetzt sprechen wir zuerst mal über ein Membranengefäß. Vorweg, es gibt ja eine DIN-Norm, die 4807. Die DIN-Norm sagt uns, wie viel darf maximal in 28 Tagen ein Gefäß, was für einen Verlust darf er haben überhaupt. Und da ist definiert bei der Kategorie 100, weniger als 100 Liter. Der für 2% Luftverlust da in 28 Tagen und bei Gefäßen, die grösser sind als 100 Liter, der für 1% Luftverlust da. Und somit tut natürlich auch die Membrangefäße die Vorschrift erfüllen. Wir schauen jetzt einfach, was der Nachteil ist von so einem Membrangefäß. Membran ist ja in der Mitte vom Gefäß angemacht, das sehen wir schön hier in dem Bild, ist sehr elastisch und natürlich, durch das es sehr elastisch ist, haben wir ja gesehen, auch im Bild vorher, die Zusammensetzung von der Molekularzusammensetzung ist natürlich auch gasdurchlässig. Und durch das, dass er gasdurchlässig ist, braucht er mehr Kontrolle. Also, man muss er mehr Korrektur auch beim Vordruck machen. Und was auch noch ist bei so einem Membranengefäß, wir haben ja Wasser, das im Inneren vom Gefäß sich befindet, ist nicht trennt gegenüber einer Stahlwand. He? Und somit Luft und Wasser, glaube ich, muss ich Ihnen auch nicht mehr viel erzählen, tun wir so Korrosion begünstigen. Jetzt schauen wir an, was mit einem Blasengefäß, der Unterschied zu der auch hier, die Vorschrift wird vollumfänglich erfüllt und zwar in 28 Tagen verliert weniger als 0,1%. Das heißt, das Gefäß verliert 10 bis 20 Mal weniger Luft als das herkömmliche Gefäß. Die Butylblase, die wir verwenden, ist sehr gasdicht. Und durch das, dass es sehr gasdichtig ist, muss man auch weniger, wenn man den Vordruck eingestellt hat, muss man auch dann weniger gucken, nachher kontrollieren oder justieren in der Zeit. Das heißt, man hat dann weniger Wartungsaufwand und Wasser befindet sich immer im Inneren der Blase. Das heißt, wir haben nie Kontakt zum Stahl. Und so kann man auch die Korrosion verhindern, wenn Wasser und Luft getrennt ist. Das ist so der Unterschied zwischen Blase und Membranengefäß. Wir würden jetzt dann, würde ich Ihnen noch einen Film zeigen, wo Ihnen einen Eindruck gibt, wie resistent das so eine Butyl Blasenkautschuh ist. Ich tue jetzt mal Film starten. Geht das Momentli?
Statiko werden vor allem auf kleine, mittelgrosse Anlagen eingesetzt. Dann, wie ich auch am Anfang erwähnt habe, das Volumen von so einem Gefäß kann nur ein Viertel oder die Hälfte vom Gefäß genutzt durch den festen Luftpolster, den wir haben. Und werden bis zu einer statischen Höhe von 18 Meter eingesetzt. Die Anschlussleitung ist Minimum DN20. Ich kann aus der SWKI-Richtlinie, die neue SWKI-Richtlinie AHE 30101, eine Tabelle entnommen, die ihr könnt dann selber für Heizung, Solare oder Kühlung, WRG, aufgrund der Leistung, die ihr habt, dann entsprechend auch die Anschlussleitung dimensionieren. Und Achtung, PSCH Maximum zulässiger Druck in der Schweiz, da müssen wir aufpassen, weil je nach Gefäßgröße kann sein, dass man prüfpflichtig wird. Und zwar die Formel, dass man prüfpflichtig wird, ist dann das Sicherheitsventil mal VN, also die Gefäßgröße, die wir haben, darf die Zahl 3000 Liter nicht übersteigen. Sollten wir die Zahl 3000 übersteigen, dann sind wir prüfpflichtig. Ich würde immer versuchen, wenn möglich, das ganze Bereich umzugehen, weil es ist immer mit Kosten verbunden, auch für Bauherrschaften. Und wie kann man das Ganze umgehen? Indem, dass man auf einem Kompressor umswitcht. Als Beispiel, dass Sie da Beispiele haben, wenn wir nach 100 Liter würden nehmen, mal 4 Bar Sicherheitsventil, sind 3200 Liter und somit wären wir prüfpflichtig. Und wie gesagt, bitte versuchen Sie, das ganze Bereich umzugehen. Mit einem Kompressor kann ich 90% vom Volumen aufnehmen, 200 Liter zum Beispiel. Und somit ist klar, kostet ein paar Franken mehr. Aber der Kunde muss nicht alle 7 Jahre die Prüfung machen lassen vom SVT, die ganz viel Geld kostet. Was wir auch noch eingefügt haben, das sind ja die wesentlichen Änderungen, ich will es jetzt vielleicht nicht gerade Änderungen sagen, ich sage einfach die SWKI-Richtlinie zwischen AHE 301 und AHE 931 hat jetzt einfach spezifischer definiert, wie man zum Beispiel mit dem Ausdehnungskoeffizient auf welcher Anlage, wie der Ausdehnungskoeffizient eingesetzt wird. Und auch beim Erdregister ist jetzt auch neu definiert, wie man sie dimensioniert. Wir sehen nachher dann bei einem Beispiel, das ich da vorbereitet habe. Und früher gegenüber das 93 haben wir da keine grosse Vorgabe gehabt. Auch der X-Faktor, also das hat sich jetzt einfach neu definiert, also es ist ja neu definiert worden, spezifisch definiert worden. Wir werden es nachher dann auch sehen. Und auch bei Solaranlage ist jetzt auch, wie man kann eine Solaranlage dimensionieren, ist auch Formel gegeben worden von der neuen SWKI-Richtlinie. Und auch bei den Sicherheitsventil, da hat es jetzt auch eine Änderung gegeben, gemäss SWKI, die neue SWKI-Richtlinie. Früher ist mit einem Faktor Sicherheitsventil, Ansprechdruck von der Sicherheitsventil geteilt durch 1,3. Das ist vor allem bei diesen Sicherheitsventil gewesen, wo Membran, die eine höhere Toleranz haben von 20%. Und neu dürfen wir nur Sicherheitsventil verwenden, wo 10% Toleranz, also genauer, und wo nicht mehr Membran sind. Also wie gesagt, die Membran-Sicherheitsventile sind gemäß SWKI-Richtlinie nicht mehr zulässig. Gut, jetzt, was brauchen wir überhaupt für eine Berechnung, damit wir das Gefäß können ja berechnen. Es ist wichtig, dass man, um ein Gefäß zu berechnen, immer den Gesamtanlageinhalt berechnen tut, ohne Speicher. Dann die Betriebstemperatur, Vorlauf und Rücklauf, sogenannten Mittelwert. Oder dazu brauchen wir noch die gesamte Leistung von Wärmezeugung, dann der Ansprechdruck von der Sicherheitsventil und die statische Höhe. Ich habe hier noch mal rot markiert, betreffend die neue Sicherheitsvorschriften für das Sicherheitsventil. Nochmal, wie gesagt, die Membran-Sicherheitsventile sind nicht mehr zugelassen. Darum habe ich es hier auch nochmal neu markiert, dass man sich da merken kann. Jetzt für die Bestimmung von der Anlageinhalt. Es gibt ja zwei Lösungen. Ich persönlich tue immer Lösung
bevorzugen. Und zwar, wenn möglich, würde ich immer den Anlageinhalt berechnen, weil das sind wir immer auf der sicheren Seite. Sollte aber der Fall sein, dass wir keine Angaben haben oder nicht genau können ermitteln können, würde ich auch Lösung B nehmen, vor allem bei Renovationen, weil manchmal kann man wirklich das Anlagevolumen nicht genau ermitteln. Da können wir die Lösung B nehmen. Und die Lösung B funktioniert auch so, dass ich die Tabelle genommen habe aus der SWKI-Richtlinie. Und da kann man je nach System, das ich habe, Literzahl nehmen, mal Kilowatt. Und so können wir auch den Anlageinhalt von der Anlage ermitteln. Damit auch bei Renovationen das Gefäß berechnet werden kann. Dann fahren wir weiter mit dem Berechnungs vom Nettovolumen für Heizung, Kühlung, WRG und Erdsondenanlage gilt überall dieselbe Formel. Wir haben das Anlagevolumen mal Ausdehnungskoeffizient mal X-Faktor plus Speichervolumen mal E, plus wir von der Primatex geben als Empfehlung die 2 Liter, wenn er einen Einsatz von einem Engaser sollte kommen. Ja. Für Solaranlage gibt es jetzt auch noch die neue Formel. Vorne ist genau gleich wie bei Heizung Kühl, also wir haben das Anlagevolumen, mal Ausdehnungskoeffizient, mal der X-Faktor. Plus der Doppelkollektorinhalt, ist sehr wichtig, Doppelkollektorinhalt. Plus noch, wenn ihr einen Speicher vorne dran habt, der Speicher mal die Ausdehnungskoeffizient. Und wir werden jetzt sehen im Laufe der Berechnung spezifisch, wie man den X und den Zuschlagfaktor einsetzt. Bei der Ausdehnungskoeffizient, jetzt sprechen wir über den Ausdehnungskoeffizient, wird immer bei einer Heizungsanlage oder Kälteanlage wird immer die, Entschuldigung, Kälte nicht, bei einer Heizungsanlage wird immer die mittlere Temperatur genommen zwischen Vorlauf und Rücklauf berücksichtigen. Aber auch das erst dann brauchen, wenn die Anlage gut abgeglichen ist, dann stimmen auch die Temperaturen und dann könnt ihr den Vorlauf und Rücklauf so nehmen. Und sonst, wenn die Anlage nicht abgeglichen ist, nehmen Sie die maximale Temperatur an als Ausdehnungskoeffizient E. Und bei den Speicher, da hat jetzt auch die SWKI-Richtlinie gesagt, bei den Speicher muss man immer die maximale Temperatur nehmen. Ein Beispiel, wenn der Speicher auf 90 Grad geladen wird bei einem Holzkessel, dann müsst ihr den Speicher mit diesen 90 Grad rechnen. Gut, jetzt schauen wir die Ausdehnungskoeffizient bei Kälte- und WRG-Anlage. Da hat jetzt auch die SWKI-Richtlinie sagt, bei Kälteanlage, wo die Kälte- oder Wärmerückgewinnungsanlage, wo die Temperatur nicht höher ist als 40 Grad, nimmt man immer als Wert 40 Grad bei Stillstandstemperatur. Und jetzt passen Sie bitte auf, bei WRG-Anlage kann zum Teil auch 45 oder ich habe auch schon Anlagen gehabt, die bis 50 Grad hochgehen, dann entsprechend den höheren Wert nehmen. Ja, bei WRG Kälte glaube ich nicht, dass wir auf dieser Temperatur werden da, aber wie gesagt, bei Kälte ist 40 Grad. Und jetzt neu, auch bei einem Erdregister wird so unterschieden. Wir machen eine Differenz zwischen der mit Regeneration oder ohne Regeneration. Wenn man ein Erdregister hat ohne Regeneration, dann wird mit 20 Grad gerechnet. Wenn man eine Erdregeneration hat, nimmt man den Wert mit 40 Grad an. Ich habe hier noch für die Ausdehnungskoeffizient noch die Tabellen eingefügt. Die besteht auch aus der SWKI-Richtlinie. Oben haben wir ja Wasser. Je nach Temperatur könnt ihr dann die Ausdehnungskoeffizient so verwenden. Dann habe ich noch die 2 Beispiele mit dem Monoethylenglykol oder Monopropylenglykol, wie zum Beispiel bei einer Kälteanlage, wo ihr 40 Grad annehmen müsst, bei 30 Grad Monoethylenglykol Zumischung, dann werdet ihr müssen den Wert hier annehmen mit 0,0160.
Gut, jetzt schauen wir den Zuschlagfaktor. Der Zuschlagfaktor steht jetzt auf der Folie, dass das zu der Vergangenheit gehört. Ja, das ist richtig, es ist nicht ein Fehler. Das gehört zu der Vergangenheit. Früher war es so, dass man bis 30 Kilowatt einen Zuschlagfaktor von 3 hat. Zwischen 30 und 150 Kilowatt ist der Zuschlagfaktor 2 und ab 150 Kilowatt ist der Zuschlagfaktor 1,5. Also vorweg wollte ich da entnehmen, die Zahlen haben sich jetzt nicht geändert. Ich zeige Ihnen, wie man das jetzt neu einsetzt. Und zwar neu sind die Zuschlagfaktoren, wird leistungsabhängig eingesetzt. Wir sehen jetzt dann, ich habe da noch die Tabellen eingefügt, dass man so sieht, leistungsabhängig. Und wir schauen jetzt noch genauer an, wie das Ganze aussieht. So, neu bei dem Zuschlagfaktor bis 10 Kilowatt wird mit einem Faktor 3 gerechnet, ab 150 Kilowatt 1,5. Und jetzt kommt da, wo leistungsabhängig ist, zwischen 10 und 150 Kilowatt ist der Faktor linear aus dem Diagramm 3, wo man kann dann entnehmen aus der Tabelle. Also bei der SWKI-Richtlinie ist es auch dort drin abgebildet. Und was auch noch wichtig ist, für die Leute, die das Ganze in ihrer Tabelle oder Excel-File automatisieren, dürfen Sie da die Formel verwenden. Das heisst, wenn ihr jetzt 52,5 Kilowatt habt, mit dieser Formel könnt ihr dann den X-Faktor genau berechnen. Und sonst, für die, die das nicht rechnen wollen, einfach in die Tabelle schauen. Und da jetzt bei der Erdwärmesondenanlage hat eine wesentliche Änderung gegeben. Früher war uns nicht bekannt, wie man den Zuschlagfaktor rechnen tut. Und neu sagt die SWKI-Richtlinie, der Zuschlagfaktor bei Erdwärmesondenanlage ist immer 2,5, wo wir in unserer Formel nehmen müssen. Gut, und jetzt kommen wir zu unserem Berechnungsbeispiel, das ich hier vorbereiten darf. Ich habe die Anlagedaten bekommen, die Leistung 80 Kilowatt. Der Anlageinhalt ist gerechnet worden mit 2232 Liter. Wir haben ja als Heizungssystem sind Heizkörper. Der Betrieb ist 60-40. Sicherheitsventil 3 bar, der Typ DGH Swiss. Habe ich schon zweimal erwähnt. Die H-Ventile sind ja nicht mehr zugelassen, darum die DGH Swiss, wo wir dürfen nehmen. Und die statische Höhe, die ich gewählt habe, ist jetzt bei unserem Beispiel 9 Meter. Was ist gesucht in der Berechnung, wo wir jetzt auch miteinander durchgehen, wird gesucht. Ich muss wissen, was für einen Vordruck überhaupt dass ich brauche, luftseitig im Gefäß. Dann müssen wir wissen, wie groß wird unser Gefäß und was für eine Anlage, Fülldruck, wasserseitig darf ich füllen oder muss ich füllen. Das ist sehr wichtig, damit die Anlage auch einwandfrei funktioniert. Und jetzt geht es da weiter in der Berechnung, die ich vorbereitet habe. Wie ich vorher schon gesagt habe, die Anlageinhalt habe ich schon berechnet gehabt. Ich würde nur noch, habe es schön rot aufgeschrieben gehabt, dass man bei der Sanierung aufpasst, bei den Heizkessel, weil die Tendenz ist immer, dass man einen neuen Heizkessel installiert und dann heisst, ich habe nicht mehr 80 Kilowatt, ich habe nur 40 Kilowatt als Beispiel und dann für die Berechnung nimmt man die 40 Kilowatt, vor allem wenn man den Anlageinhalt sucht und ich habe die Erfahrung gemacht oder wir haben die Erfahrung gemacht bei uns, dass man, wenn man die alte Leistung nimmt von der Anlage, am meisten besser fährt, weil die Gefahr ist, dass man mit einer neuen Anlage berechnet mit 40 Kilowatt, dass man ein bisschen weniger Volumen nimmt und dass unser Gefäß dann zu klein ist. Um das zu vermeiden, nehmen wir die alte Leistung als Referenz. Weil an der Anlage hat sich nichts geändert. Es ist nur der neue Heizkessel, der dazu kommt. Und wenn wir natürlich einen Speicher oder eine Wärmepumpe einbauen, wo ein Speicher zusätzlich kommt, nehmen den Speicher zusätzlich dazu in eurer Berechnung.
Das ist Klammern auf, Klammern zu. Wir würden jetzt weiterfahren mit unserer Berechnung, mit diesen 2232 Liter. Mögen Sie sich sicher erinnern, wir suchen jetzt mal zuerst den Vordruck vom Gefäß. Wie wird der Vordruck definiert? Der Vordruck ist der PO, statische Höhe geteilt durch 10 plus 0,3 die Überlagerung plus PV, das ist Verdampfungsdruck, plus Delta PP. Delta PP ist der Wert, wenn wir unser Gefäß würden ja druckseitig von der Pumpe anschliessen, dann müssen wir den Wert, also den Druck, den die Pumpe bringt, dazu rechnen. In unserem Beispiel, das ich jetzt da vorbereitet habe, ich habe keinen Verdampfungsdruck, wir sind ja unterhalb von diesen Temperaturen. Auch das Gefäß sehen wir schön hier auf dem Bild, das ich abgebildet habe. Da sind wir ja subseitig von unserer Pumpe. Das heisst, die 9 Meter plus 0,3 ergibt sich ein PO von 1,2 bar. Und nur, dass Sie da auch bildlich sehen, wir sind jetzt, wir bewegen uns da in diesem Bereich. Wir haben jetzt die statische Höhe plus 0,3, Vordruck ist da. Oder auch, wenn man hier auf der anderen Bild schaut, wir sind jetzt auf dieser Position. Das heisst, das Gefäß ist noch nicht installiert. Die Installateur hat das Gefäß genommen und jetzt muss er dann die 1,2 bar einstellen. Gut, jetzt damit wir die Gefäßgrösse können noch weiter berechnen, jetzt wissen wir, was wir für einen Vordruck haben. Das ist jetzt gerechnet. Fahren wir da weiter. Was ist der maximale Betriebsdruck jetzt bei dieser Anlage? Oder beziehungsweise Enddruck? Wie kommt der Enddruck zusammen? Enddruck oder mit dieser neuen Bezeichnung, die wir haben, P finally, also vom Englischen, werden jetzt auch neue englische Worte genannt. Muss ich mich auch daran gewöhnen übrigens, weil mein Englisch ist eben auch nicht so das Wahre. Sicherheitsventil geteilt durch 1,15 ist der Wert, den wir dürfen jetzt nicht um den Enddruck von unserer Anlage berechnen. Ich habe ein Sicherheitsventil gewählt von 3 bar. Also 3 bar geteilt durch 1,15 ergibt sich ein 2,6 bar Enddruck. Das heisst, unser maximaler Druck, den wir die Anlage bei uns hier betreiben, so dass wir safe sind, darf 2,6 bar sein. Und PS, das ist der, PS ist der Schließdruck von unserem Sicherheitsventil, der ist bei 2,7. Wie die Zahl sich zusammensetzt, ist einfach. Also wir haben ja neu die 10% Toleranz, die wir dürfen da, durch das, dass wir die DGH Swiss tut, nehmen als Sicherheitsventil. Also 3 bar plus minus die 10% würde heissen, dass ein Sicherheitsventil bei 3 bar öffnet. Bei 3,3 bar ist voll offen Sicherheitsventil. Und bei 2,7 bar ist Sicherheitsventil dann 100% geschlossen. Und somit, wir sind ja bei 2,6 bar bei der Enddruck, somit sind wir auf der sicheren Seite. Einfach, wieso und warum, dass wir 2,6 oder 2,7. Gut, dann würden wir jetzt weiterfahren, immer noch mit unserer Berechnung. Jetzt haben wir ja den Vordruck gerechnet, jetzt haben wir den Enddruck gerechnet. Jetzt wollen wir wissen, ja, was habe ich für eine Ausdehnung, damit ich nachher dann auch die Gefäßgrösse berechnen kann. Und für das, für die Ausdehnung, wir haben unsere Formel, der Anlageinhalt, mal Ausdehnungskoeffizient mal der Zuschlagfaktor. Das ist unsere Formel. Tun wir jetzt das Ganze in Zahlen einsetzen. Wir haben die total die 2232 Liter mal den Ausdehnungskoeffizient, den wir gewählt haben, mit einer Temperatur 60-40, mal den Zuschlagfaktor 2,25 aus dem Diagramm von der SWKI-Richtlinie. Ergibt sich knapp 60 Liter. Das heisst jetzt, mit diesen 59,8 Liter, ich muss jetzt schauen, wo kann ich die 60 Liter in welcher Gefäßgröße platzieren. Und um das herauszufinden, schauen wir jetzt kurz an, brauchen wir natürlich auch den Druckfaktor. So können wir jetzt definieren, wie gross wird unser Gefäß. Um den Druckfaktor zu definieren, da ist die Formel. Wir haben ja den Enddruck von der Anlage, die 2,6, die wir gerechnet haben, plus 1, das ist der absolute Druck, Luftdruck, den wir haben in der Luft, geteilt durch Enddruck, die 2,6 bar.
geteilt durch die 2,6 minus den Vordruck 1,2 ergibt sich ein Zuschlagfaktor von, Entschuldigung, ein Druckfaktor von 2,5. Und jetzt, wir nehmen den Druckfaktor mit der Literzahl, die wir bekommen haben, also die 59,8 mal 2,5, ergibt sich 149 Liter. Das heisst jetzt, ich muss ein Gefäß haben, das 149 Liter gross ist, damit ich die 60 Liter in diesem Gefäß platzieren kann. Ja? Und somit wäre ja von der Gefäßgröße haben wir ja gerechnet gehabt. Das einzige Problem, das wir jetzt hier haben, 149 Liter, haben wir jetzt nicht. Wir bauen jetzt nicht gerade 149 Liter, entweder 140 Liter oder 200 Liter. Und ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie so eine Zahl überkommen, gehen Sie immer auf die nächste möglichste Größe, weil da sind Sie auf der sicheren Seite. Da laufen Sie nicht in den Gefahr rein, dass man das Gefäß zu klein macht. Gut, jetzt haben wir ja, wir haben jetzt den Vordruck gerechnet, wir haben jetzt den Enddruck gerechnet, wir wissen jetzt auch, wie gross das unser Gefäß ist. Wir haben einen SU 200 Liter bekommen. Und jetzt geht es darum, ja, was für einen Fülldruck muss ich jetzt an? Das heisst, ich muss wissen, wo muss ich meine Anlage füllen, damit auch genug Wasservorlage im Gefäß rein habe. Und auch, dass ich durch den Druck, den ich jetzt gehe, berechne, in einem sicheren Bereich mich befinde, so dass auch die Anlage einwandfrei funktioniert. Und wie sich das Ganze zusammenstellt, ich habe, wie gesagt, die Wasservorlage zuerst müssen, berechnen. Die Wasservorlage, wenn ich die Wasservorlage herausgefunden habe, also Entschuldigung, nicht herausgefunden, berechnet da, komme ich da auf 33,1 Liter. Und jetzt ist es so, wenn ich die Wasservorlage habe, muss ich wissen, um den effektiven Druck zu füllen, das ist die Formel, die wir haben, für den Druck herauszufinden bei dieser Anlage, was für ein Fülldruck. He? Wir haben ja die P-Fill, eben, Fülldruck, dann Gefäßgross, da haben wir die 200 Liter, die wir gewählt haben, mal, das ist der PO, der Vordruck, plus 1, der maximale Druck, geteilt durch die Gefäßgröße, minus Wasservorlage, wo wir gerechnet haben, minus 1. Und da ergibt sich ein Druck. Das heisst, der Installateur geht auf die Anlage und füllt unsere Anlage jetzt da auf 1,63 Bar. Somit, wenn ihr das so macht, habt ihr auch immer genug Wasservorlage im Gefäß rein und läuft ihr nicht in eine Gefahr rein, dass zu wenig ist im Gefäß. Und wieso, dass wir überhaupt Wasservorlage brauchen? Es gibt ja zwei Gründe für Wasservorlage im Gefäß. Ein Grund ist, damit ich den Druck oder die Kraft vom Gefäß kann auf der Anlage übertragen. Und der zweite Grund ist, dass die kleine Wasserverlust oder wenn Frau Müller zu oberst oben ab und zu geht, sie in die Lüfte und Wasser rauslässt, für das brauchen wir unsere Wasservorlage in den Gefäß inne. Und die Berechnung, die ich da gemacht habe, Hand auf Herz, das ist wirklich so sehr, sehr genau gemacht. Wie ich erwähnt habe, da haben wir genug Wasservorlage, dann stimmt auch der Druck. Aber jetzt werden sich viele von Ihnen fragen, ja, aber Moment, ich habe bis jetzt immer die statische Höhe, plus 0,3 habe ich den Vordruck gerechnet, plus 0,3 habe ich meinen Fülldruck. Also, ich würde, wie gesagt, Hand auf Herz, wenn jetzt ein Monteur auf der Anlage ist und das nicht kann genau so berechnen kann, es ist ja nicht falsch. Ich habe einfach die Berechnung so gemacht, wie es ganz genau wäre, damit auch alles stimmt, dass man auch nachher dann ganz viele Probleme vermeiden kann. Gut, das wäre jetzt mit der Berechnung von unserem Gefäß und auch von dem Fülldruck, den ich berechnet habe, den wir miteinander jetzt gemacht haben. Wir würden jetzt weiterfahren. Was sind die wichtigsten Punkte bei so einem Statico? Wichtig ist immer, dass man das, was wir gerechnet haben, auch einstellt, wie zum Beispiel beim Vordruck. Wir haben ja 9 Meter statische Höhe plus die 3 Meter. Da gibt sich ein Vordruck von 1,2 Bar. Das stellt ihr immer im, wenn das Gefäß nicht angeschlossen ist auf einer Anlage,
immer bevor das Gefäß, wenn ihr rausnehmt aus der Schachtel, messet und stellt, der Vordruck ist sehr wichtig. Wenn eure Anlage, wenn euer Gefäß verbaut habt, dann tun ihr den Fülldruck gemäß SWKI-Richtlinie, die wir gerechnet haben. In unserem Beispiel, das ich gerechnet habe, ist 1,63 bar. Tun ihr die Anlage schon mit dem Schlauch füllen auf 1,63 bar. Und so sind wir auf der sicheren Seite. Und was auch ganz wichtig ist, um die Kontrolle zwischen ihnen zu machen, bauen den Kappenabsperrventil. Da ist jetzt ein ganz kleiner Teil, den man bauen kann für 25, 30 Franken. Ich empfehle euch, bauen immer so ein Kappenabsperrventil, weil da könnt ihr immer das Gefäß schön trennen von der Anlage, wenn ihr wollt, schauen wollt. Ist irgendetwas nicht in der Ordnung mit dem Gefäß? Wollte ich den Vordruck messen? Könnt ihr dann schön über den Kappenabsperrventil auch das Gefäß entlassen. Die Anlage ist dann getrennt und so könnt ihr auch euren Vordruck entsprechend richtig einstellen. Was sind ja Folgen für eine Unterdimensionierung oder Überdimensionierung? Wir würden jetzt zuerst mal schauen, Folgen von einer Unterdimensionierung. Bei einer Unterdimensionierung haben wir immer zu wenig Wasservorlage. Darum ist eben ganz wichtig, dass man da rechnet tut, die Wasservorlage. Dann haben wir das Problem nicht auch. Dann bildet sich immer Luft. Ihr müsst immer wieder entlüften. Luft und Wasser. Das wissen Sie auch, tut ja Korrosion begünstigen im System hinein und in den meisten Fällen hat finanzielle Konsequenzen. Eben, Pumpe geht kaputt und Thermostatventil oder Zweiwegventil, Dreiwegventil, das ist dann eine Folge und das hat immer so, es ist auch immer mit Kosten verbunden. Und was auch noch ist, wenn das Gefäß unterdimensioniert ist, der Druck steigt so stark an, wenn im tiefsten Winter sind, dass er euch dann Sicherheitsventil anspricht. Bei der wenn ein Gefäß überdimensioniert ist, da gibt es ein schönes Sprichwort, das Gefäß kann nie genug gross sein und ich mache auch noch ein paar Franken mehr Umsatz, dann darf er auch ein bisschen an mich denken, oder? Weil sonst kommt immer der Chef und schaut, hey Angelo, du hast zu wenig Umsatz gemacht und so könnt ihr ein bisschen an mich denken. Nein, Spass beiseite. Vorteil, wenn ein Gefäß zu gross ist, ihr habt immer genug Wasservorlage. Das heisst, ihr müsst auch weniger Wasser auffüllen und auch mit der Luft werden weniger Probleme haben und so müsst ihr auch weniger entlüften. Das sind die Folgen von Unterdimensionierung und Überdimensionierung. Und ja, wir wären jetzt am Ende von dem Webinar. Ich hoffe, wir können Ihnen die neue Berechnung gemäß SWKI-Richtlinie näher bringen, auch die wesentliche Änderung in Bezug auf den Zuschlagfaktor, Ausdehnungskoeffizient, aber auch mit dem Sicherheitsventil. Zu dem Sicherheitsventil habe ich während der Präsentation vergessen, Ihnen zu mitteilen. Wir werden ein separates Webinar machen, wo wir genau und spezifisch auf das Thema Sicherheitsventil werden eingehen. Und somit würde ich mich dann verabschieden. Aber bevor dass ich mich verabschiede von Ihnen, wenn noch Fragen da sind, eins oder zwei Fragen, wird jetzt meine Kollegin Corinne sicher da noch mir zuschalten. Danke vielmals. Danke vielmals, Angelo, für das spannende Webinar. Es sind ganz viele Fragen reingekommen, sehr spannende. Leider haben wir schon 5 Minuten überzogen. Die Fragen sind nicht verloren. Wir werden die im E-Mail mit euch allen teilen, dass Sie alle davon können profitieren von den Fragen, die gestellt worden sind. Genau. Somit wären wir am Ende von unserem Webinar. Es tut mir wirklich leid, dass wir leider keine Zeit mehr haben für die Fragen, aber wie gesagt, wir werden die dann im E-Mail alle beantworten. Danke dir, Angelo, vielmals für das spannende Webinar. Danke an alle Teilnehmer für Ihr Interesse. Und auch wenn Sie jetzt Ihre Frage hier noch nicht gestellt haben, wenn Sie nachher noch Fragen haben, dürfen Sie uns gerne kontaktieren. Entweder per E-Mail verkauf.ch@imi-hydronik.com oder telefonisch können Sie uns auch gerne kontaktieren. Sie finden alle Kontaktdaten auf unserer Homepage. Oder Sie können direkt auf meine E-Mail antworten, die Sie von mir bekommen.
Genau, ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Webinar. Ja, auch von meiner Seite danke vielmals, dass Sie teilgenommen haben an diesem Webinar. Ich hoffe, dass Ihnen auch etwas gebracht hat. Es ist für mich auch wichtig zu hören, ob etwas gebracht hat. Und bis zum anderen Mal. Herzlichen Dank, dass Sie teilgenommen haben. Auf Wiederhören.